kann mich nicht erinnern, dass ich jemals dermaßen nervös war wie mit 18 Jahren, als ich damals noch ein paar Monate zuvor sehr erfolgreiches Tussi und Zürcher Nachtleben-Member war, stand ich mit meinen zwei rosaroten Nike-Sporttaschen vor der Kaserne. Diese Nervosität hat mir den Atem geraubt. Ich wollte am liebsten umkehren und nach Hause rennen. Aber ich habe meinen Fuß auf dieses Kasernenareal gesetzt. 11 Jahre später darf ich mich betiteln als erster weiblicher Füsilieroffizier, als erster weiblicher Kampfeinheit-Kommandant. Ich führe 300 Männer. Ich durfte mit und dank der Armee Auslandeinsätze leisten. Ich war in Krisengebieten im Rahmen des Friedensförderungsdienstes. Ich war in Israel, im Südlibanon, längere Zeit in Syrien und bin gerade erst von Mali zurückgekommen. Und das Ganze, das habe ich nicht erreicht, weil ich besser bin. Das Ganze habe ich auch nicht erreicht, weil ich eine Frau bin. Überhaupt nicht. Das Ganze habe ich erreicht, weil ich ein Ziel hatte und den Mut für diesen ersten Schritt.